und willkommen zu einer weiteren Folge der Legacy Challenge, in der wir jede Sekunde anfangen könnten zu weinen. Und das ist ja in der letzten Folge leider passiert. Unser lieber Nox ist gestorben, was mir sehr leid tut. Aber ich würde mich jetzt nicht mehr darauf konzentrieren. Ich möchte mich freuen, dass wir noch Daisy und Nugget haben. Und wir spielen einfach glücklich weiter. Was ich zuerst machen würde, ist die ganzen Bilder hier schön anordnen. Wir haben ja auf jeder Wand tausende Bilder. Das ändere ich mal. Oh, stimmt. Ich habe ja jetzt das neue Update und da sind ein paar Sachen dazugekommen. Ich habe mir selber noch nicht alles angeguckt, aber das ist auch mit dem neuen Update dazugekommen. Grundstücksherausforderungen. Okay, ich lese mir das alles später durch. Ich wollte einfach die Bilder hier schön aufhängen. Ich glaube, so sieht's gut aus. Ja, es sind auch viele Bilder, ich weiß. Aber Bilder sind eine schöne Erinnerung. Ich habe ja das neueste Update und ich könnte ja einen Teich machen, aber irgendwie haben wir nicht so viel Platz. Ich hatte das Grundstück irgendwie größer in Erinnerung. Nee, das sieht irgendwie nicht so gut aus. Okay, ich lasse es. Schade. Was ich gucken wollte, Dalton, du solltest eigentlich Hausaufgaben haben. Yes, du kannst die machen. Oder machst du die jetzt? Ich würde eigentlich wieder in den Park gehen. Promi-Level gesunken? Gut. Interessiert uns eher weniger. Denen geht's halt nicht so gut. Ich glaube, im Park gehen wäre auch blöd. Ah, Daisys erste Liebe und Ehemann ist gestorben. Und sie ist traurig, weil ihr Ruhm gesunken ist. Alles klar, Daisy. Wir sollten den reparieren, aber ich habe Angst, dass es Daisy macht. Jemand soll den reparieren. Daisy macht das auf gar keinen Fall. Und du kannst Dalton bei den Hausaufgaben helfen. Vielleicht schaffen die es dann doch im Park. Wird knapp, es ist ziemlich spät. Daisy wird morgen älter. Dakota wird morgen älter. Ja, wir gehen heute nicht in den Park, aber du darfst zeichnen. Alles repariert, dankeschön. Emotionaler Ausbruch. Okay. Dorten, jonglieren üben. Schön. Alle arbeiten an ihren Fähigkeiten, außer Daisy. Sie spielt wahrscheinlich Sims oder so. Nee, Road, what? Egal. Jetzt muss die Fähigkeit aber hochgehen, oder? Nein? Was? Ich muss ein Klettergerüst für Dalton kaufen? Wunderschön. Ich kann nicht mal draufklicken. Okay, jetzt. Spielen. Jetzt geht die Fähigkeit hoch. Gut. Daisy. Stopp, 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 stopp. Wo ist Nugget? Wo ist Nugget? Ach, da ist Nugget. Oh. Nugget guckt Dakota zu. Daisy, du kannst mit Nugget Kumpel werden. Oh, wie süß. Wie cute. Liebe spüren. Oh. Emotionaler Ausbruch. Was ist mit ihrer Hand? Nein! Okay. Ja. Weißt du, wie Cuties. Spazieren gehen, ein langer Spaziergang. Oh, ist das ein Hasi? Oh, das ist ein Hasi. Oh, wie süß ist denn das? Oh, wie süß. Das behalten wir. Level 10 der Kreativitätsfähigkeit? Dakota ist eine Meisterin der Kreativität. Sie kann jetzt Klavier- und Geigenfähigkeiten erwerben. Oh, ja. Ich würde Dakota richtig gerne ein Klavier kaufen, weil sie ja Klavier spielen mag. Aber ich würde schon so ein Keyboard kaufen. Aber wohin damit? Ja, das ist so die Frage. Wohin damit? Wir haben einfach keinen Platz. Ja, es kommt hier hin. Und wenn Dakota zum Teenager wird, sollte sie eigentlich ein eigenes Zimmer haben. Naja, ich lasse es erstmal so. Sie soll weiter hier zeichnen, Klavier spielen, I don't know. Klavier, krass. Wo ist denn eigentlich Daisy? Hä? 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 Wo ist Nugget? Oh mein Gott. Daisy! Sie lässt Nugget einfach alleine und legt sich hier auf die Bank. Hä? Alles klar. Ja, Daisy, du kannst nach Hause laufen. Oh, ihr ist kalt. Oh, oh. Outfit ändern. Ganz schnell Outfit ändern. Gut. Dakota, danke für die Albträume. Nugget schläft hier draußen, warum? Level 2. Yes, Dakota. Nugget hat Hunger. Daisy geht's ja gar nicht gut. Die Angela. Rechnung, okay.
Ich kann nicht gut in deinem Briefkasten. Alles klar. Musical. Die Musiklehrerin von Dakota sucht einen Darsteller für das Musical. Chance wahrnehmen. Leistungsverschlechterung klein. Venessa. Ach, ich dachte, sie wird vorbeikommen. Manche Leute lieben Kunst. Nee. Heute ist doch der Geburtstag von... Ja. Wir müssen heute Geburtstage feiern. Und zwar zwei. Zusammen kochen, stimmt. Das können wir ja auch machen. Oh, richtig cute. Oh, was war das? Feier den Geburtstag von Daisy mit einer wilden Geburtstagsparty. Yes. Diesmal ohne Nox. Das ist der erste Geburtstag ohne Nox. Feier den Geburtstag von Dakota mit einer wilden Geburtstagsparty. Ja, Daisy. Dakota ist für heute fertig mit der Schule. Eine 2 ist eine gute Note, das bedeutet jedoch nicht, dass es keinen Raum für Verbesserungen gäbe, okay? Die Schokolade kann zurück in den Kühlschrank, seine Leistungen sind gerade noch... What? Nee. Aber wir machen jetzt eine Geburtstagsparty. Ein gesellschaftliches Ereignis planen. Ereignis starten. Geburtstagsparty. Yes. Geburtstagssim. Daisy und Dakota. Und Gäste. Dalton, Elena, Nina. Ach stimmt, es war der Babysitter. Koji, I don't know. Brent, Vanessa, Alex. Ja, können wir alle einladen. Und wir feiern hier zu Hause. Und backe Kuchen. Dakota, du kannst sofort hier üben. Nee, Dakota. Nicht Sims spielen. Dalton, du solltest vielleicht ein bisschen schlafen. Nugget muss pipi. Wo sind die Gäste? Hä? Wo sind die Gäste? Die Gäste verstecken sich. Oder die wollen nicht kommen. Ah, ein unsichtbarer Gast? Zocken ist magisch. Ja. Oh mein Gott. Nein, was ist mit Nugget los? Hä, was war denn das? Okay. Und hier werden wieder Liegestütze gemacht. Designerin? Dakota ist erst Level 3. Aber ich habe Angst, dass sie von alleine älter wird. Ja, ich glaube nicht, dass sie Level 4 noch schafft, bevor sie älter wird. Deswegen darfst du jetzt die Kerzen auspusten, die nicht existieren. Go, Dakota. Los. Yay. Und Kerzen auspusten. Ich krieg einen Anfall. Ich krieg einen Anfall. Hä? Wo ist sie? Hat sie jetzt die Kerzen ausgepustet? Egal. Jetzt brauchen wir ein neues Merkmal. Und das wählen wir zufällig. Ich habe Angst. Was? Hä? Das gibt's nicht. Dalton hat letztes Mal Katzenfreundin bekommen. Und Dakota jetzt auch? Hallo, ihr habt einen Hund zu Hause. Aber jetzt wissen wir, welches Tier wir als nächstes adoptieren werden. Ein Bestreben. Ja, ich würde das hier nehmen. Musikalisches Genie passt, finde ich, sehr gut zu Dakota. Und das nehme ich. Ich bin eigentlich zufrieden. Wir haben kein negatives Merkmal bekommen. Ich möchte mir Dakota angucken. Ihre Beine sind durchsichtig. Aber her face is looking cute. Der Highlighter ist poppin', aber she's cute. Und jetzt... Nein, sie nimmt sich kein Stück vom Kuchen, oder? Sie nimmt sich ein Stück. Daisy muss jetzt noch einen Kuchen backen. Ja, du wirst nicht mehr eingeladen. Patina. Nee, Patina laden wir nicht mehr ein. Wenn wir es jetzt nicht schaffen, rechtzeitig einen Kuchen zu backen, dann bin ich böse. Nein, sie kann nicht hin. Bitte. Wo kochen? Kochen. Nein, nicht plaudern. Sie kommt da nicht hin. Oh mein Gott. Daisy kommt nicht hin. Das ist zu viel für mich. Könnt ihr bitte weggehen? Weiße Torte. Bitte. Okay, sie schafft's. Oh, ich hoffe, Daisy schafft's. Dakota, du musst nicht hier draußen... Oh, sie kommt da nicht weg. Sie kommt da nicht weg. Was? Ja, sorry, ich habe sie kurz teleportiert. Bitte, Daisy, beeil dich. Ja, die Geburtstagsparty ist auch zu Ende gleich. Okay, sie hat den Kuchen. Ja. Sie läuft Slalom. Okay, Bitte, Geburtstagskerzen. Was? Emotionaler Ausbruch?
bitte werden. Oh, Nugget. Oh, Belohnung verdient. Hallo? Nicht... Nein. Geburtstagskerzen hinzufügen, Daisy. Daisy, hör auf, bitte. Bitte, Daisy. Jetzt sind alle Gäste gegangen. Aber egal. Kerzen, sich etwas wünschen. Ja. Daisy ist älter geworden. Das Alter, schrumpelige Bäuche, graue Haare und endlose Nickerchen warten. Feier, als stünde der Sensenmann nicht gleich um die Ecke. Ja, krass. Mein erster Sim ist alt geworden. Oh. Das erste, was ich mache, ein Umstyling. Ich werde jetzt auch die Outfits ändern, weil ich finde, das passt nicht mehr zu ihr. Oh Mann. Ja, ich finde, die Falten sind ganz okay. Oh, Daisy. Jetzt die Haare. Soll ich wieder dieselben Haare nehmen? Soll ich ihr graue Haare geben? Irgendwie passt ja die Frisur nicht so. Die Frisur sieht so jung aus. Ich bin mir echt nicht sicher, ob ich hier eine andere Frisur geben soll oder einfach die alte lassen soll. Ich guck mir nochmal die alte an. Nee, das ist nicht die alte. Okay, ich lasse die Frisur. Auch wenn es nicht so wirklich passt, lasse ich die, weil für mich ist das die Daisy-Frisur. Jedes Mal, wenn ich diese Frisur sehe, dann denke ich an Daisy. Dann muss ich sofort an Daisy denken. Es wäre nur fair, wenn sie sie auch jetzt tragen würde. Na ja, Daisy ist eine süße Omi. Das Schwierige ist jetzt das Outfit. Mhm. Ja, ich finde es süß. Und jetzt noch Schuhe. Lange Nägel trägt Daisy aber trotzdem noch. Das Schlafoutfit kann sie eigentlich behalten. Pikachu. Ja, das nehme ich. Ja. Und ich bin fertig mit Daisys Umstyling. Ich gehe nochmal alle Outfits durch. Das ist die Alltagskleidung, Abendkleidung. Ja, Sport habe ich so gelassen. Ich glaube, sie wird nicht mehr Sport machen. Zum Schlafen gehen. Das Ausgeh-Outfit, sehr süß. Hier habe ich auch nichts geändert. Ich glaube nicht, dass Daisy nochmal schwimmen gehen wird. Das Sommer-Outfit und das Winter-Outfit. Finde ich sehr süß. Und jetzt mache ich weiter mit Dakota. Oh mein Gott. Wie hübsch ist bitte Dakota. Wie hübsch ist ihr Gesicht. What? Ey, sie hat auf jeden Fall braune Augen. Dakota kriegt auf jeden Fall auch Sommersprossen. Oh mein Gott, wie süß ist sie. Das ist jetzt schwierig. Welche Frisur kriegt sie? Sie sollte ja blond sein. Dakota bekommt diese Frisur. Ich finde, das steht hier richtig. Ja. Oh, she has a booty. Sie war ja vorhin ziemlich stark geschminkt, aber das war bei der Ausgekleidung. Ich weiß nicht, soll sie viel Make-up tragen oder eher weniger? Die Augenbrauen finde ich geil. Jetzt das Make-up aber. Boah, das sieht schon geil aus. Oh, yes. Yes. Jetzt einen krassen Lipgloss. Und jetzt das Allerwichtigste, die Wimpern. Die Farbe steht dir ja richtig gut. Oha. Ich finde die Farbe richtig geil. Aber nehme ich das als Alltagsoutfit? Kriegt sie dieselbe Hose wie ihre Mutter? Yes. Oh, Nägel in derselben Farbe wie dieses Oberteil wäre krass. Aber das ist nicht 1:1 dieselbe Farbe. Die würden noch irgendwie gehen. Schade, ich habe nicht dieselbe Farbe. Aber ich finde die ganz gut. Nee, doch nicht. Ich mag die doch nicht. Ich nehme andere Nägel. Weiß kann man immer nehmen. Jetzt noch ein paar Accessoires. Eine schöne Kette. Outfit Nummer 1 fertig. Weiter geht's mit der Abendkleidung. Okay, das wird sehr lange dauern. Ich zeige euch dann am Ende einfach die Outfits, wenn sie fertig sind. So, ich bin fertig mit den Outfits. Das hat so lang gedauert, aber ich finde, es hat sich gelohnt. Die Outfits sind echt richtig cute geworden. Das Alltagsoutfit kennt ihr ja schon. Das ist das Abendoutfit. Ich finde die Farbe richtig cool. Das Sportoutfit. Schlafen. Das Ausgeh-Outfit ist auch richtig cool geworden. Da habe ich mich dann erinnert, dass ihre Lieblingsfarbe schwarz ist. Ich habe ein bisschen kräftiger die Augen geschminkt, schwarz. Die Stiefel, die Overknees, schwarz. Ich bin Fan von dem Outfit und dem Make-up und alles, einfach alles. Das Bade-Outfit ist jetzt nichts Krasses. Das finde ich auch sehr süß für den Sommer. Und zu guter Letzt das Winter-Outfit. Und ich glaube, das ist fast mein Lieblings-Outfit. Ich finde es richtig cute. Der Mantel ist cute. Die Hose, okay. Aber oben Mantel und dann dieses dunkle Make-up. Richtig cute. Richtig, richtig cute. Und
Das ist Dakota. Ich bin einfach ein Fan von Dakota. Ich liebe sie. Oh mein Gott, wie anders Daisy jetzt aussieht. Ich muss mich erstmal auf ihren neuen Look gewöhnen. Aber sie ist trotzdem eine Cutie. Wäre cool, wenn Dakota ihr eigenes Zimmer bekommt. Ja, muss ich mir überlegen. Das Haus ist an sich irgendwie klein, aber irgendwie groß. Für das Grundstück ist es halt groß und weiter vergrößern würde ich es halt nicht. Ich würde aber damit die Folge beenden. Vielen lieben Dank fürs Zuschauen und bis zum nächsten Mal. Tschüss!